Ist das alles anstrengend. So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Es geht heute gar nicht um mich, noch bin ich, also mein Oberkörper, im Bild. Tatsächlich geht es heute um die Hose, die ich anhabe. Kurz zum Hosenhintergrund. Ich bin lange mit Fjällräfen rumgelaufen, habe dann festgestellt, Fjällräfen wird mir einfach zu teuer und die Hosen halten bei mir persönlich überhaupt nicht besonders lang. Ich habe da wirklich schon viele kaputt bekommen und dann will ich mir nicht für 150 oder 60 oder was weiß ich wie viel Euro jedes Mal eine neue kaufen. Dann habe ich BW Moleskin Hosen, die trage ich bis heute sehr gerne für Tage im Wald, wo man jetzt nicht primär nur läuft, sondern auch gerne mal im Gebüsch unterwegs ist und so weiter und es nicht nass ist. Also sobald es nass ist und man wirklich viel laufen möchte, dann sind mir die zu schwer, zu sperrig, zu ja, ein bisschen zu robust fast. Und damit sind wir dann bei den klassischen Outdoor-Trekking-Hosen aus meistens irgendeinem Kunststoff-Mischgewebe. Da habe ich auch ein paar von verschiedenen Herstellern durchprobiert. Da war jetzt nichts dabei, was mich so völlig aus den Socken gehauen hätte, dass ich jetzt sage, das ist super toll. Ich habe eine Vorliebe für Stretch-Gewebe entwickelt, weil das halt gut mitgeht, wenn man auch mal auf einen hohen Stein draufsteigen muss und das Bein mal weit hoch stellen muss. Ja, und das bringt uns dann zur aktuellen Hose. So, das Ding, was ich hier jetzt jedenfalls anhabe, sehen wir gleich auch noch im Detail. Das ist aus dem Decathlon. Das ist die Profi-Hose sozusagen aus dem Decathlon. Also zumindest das, was sie da hatten, als ich einen Tag vorm Lockdown gedacht habe, jetzt gehst du noch Hose kaufen. Weise Entscheidung, Ben, weise Entscheidung. Jedenfalls hatten sie da diverse normale Outdoor-Hosen zur Auswahl und wer den Decathlon kennt, der wird vielleicht schon mal mitbekommen haben, in den Geschäften zumindest selber, gibt es quasi immer so eine Reihung, ne? Für gelegentlich hin und wieder mal anhaben, das sind dann die ganz günstigen Produkte, die nicht zwingend dadurch scheiße sein müssen, Thema Nachhaltigkeit kommen wir noch dazu, dann geht's weiter für den regelmäßigen Einsatz, für Fortgeschrittene und dann kommen wir irgendwann dann für Experten oder wie auch immer die das dann nennen, Profi, was weiß ich. Das sind dann Dinge, die so ungefähr die Hälfte von dem kosten, was man für ein etwa vergleichbares Produkt eines namhaften Herstellers, wie zum Beispiel, weiß nicht, Hacklöff bezahlen würde. Ungefähr, so in etwa. So, die Hose, was hat die gekostet? Ich glaube 40 oder 50, irgend sowas um den Dreh, würde ich euch nochmal einblenden. Ich habe auch vergessen, wie sie heißt. Auch das blende ich euch nochmal ein. Derzeit kann man die ja nur online entsprechend beziehen. Nicht, dass das irgendjemand soll. Ich will es ja einfach nur mal erzählen, weil ich habe Spaß dran. Ne? Und ich bin da wirklich rundum überzeugt. Sie hat so ein paar kleine Nachteilchen, aber das hat alles. Und Details folgen dann jetzt. Im Übrigen muss ich mich jetzt leider schon mal dafür entschuldigen, dass ihr jetzt größtenteils meine untere Hälfte sehen werdet. Ich möchte nämlich die Hose zum in die Kamera halten jetzt nicht ausziehen, denn ich weiß nicht, warum ich das vermute, aber möglicherweise könnte es gerade kalt sein. Ne? So. So, puff. Also, cool ist schon mal, das Ding ist vom Stoff her grundsätzlich ziemlich stark wasserabweisend. Wasserabweisend ist das eine, das ist schon mal relativ nützlich, aber das andere ist, als wasserabweisende Hose ist die auch erstaunlich gut dreckabweisend. Wenn man also so wie ich mal mit der Tomatensauce ein kleines Malheur hat, ich habe das jetzt extra dran gelassen, dann kann man nämlich das erstaunlich gut wieder abkratzen und zumindest muss man dann schon noch genau hingucken, um zu erkennen, dass da mal Tomatensuppe dran geklebt hat. Ich habe leider nicht rausfinden können, woraus diese Beschichtung oder dieser Faktor, dass diese Hose ziemlich wasserabweisend ist, besteht. Äußert sich bei Schnee dahingehend auch sehr positiv, dass hier nirgendwo Schnee an meiner Hose hängt. Sollte eigentlich der Fall sein, er ist aber kaum hängen geblieben, der da dran gekommen ist. Ansonsten ist er jetzt wieder weggeschmolzen, da ist einfach alles trocken. Und für den Schnee ist sie bisher wirklich sehr gut geeignet. Schnitt ist sehr lang. Ja, ich habe hier hohe Bergstiefel an, wie man sehen kann. Und man kann die Hose da sehr weit drüber krempeln. Und dann hat sie hier vorne einen kleinen Haken, ich hoffe, den sieht man, den man recht weit unten am Schuh einhängen kann und dann hat man hier auch mit einer gewissen Spannung
die Hose über den Schuh gespannt. Das ist dahingehend interessant, eben im Tiefschnee, damit man keinen Schnee oben in den Schuh bekommt. Das möchte man nämlich wahrscheinlich weniger haben als Schnee unten an der Hose. Sehr, sehr spannend dafür, wenn dann Schnee entsprechend wirklich ein Thema ist. Das kann auch hilfreich sein bei sehr sandigen Böden. Solange man da allerdings einen hohen Stiefel anhat, würde ich sagen, ist da kein großes Risiko gegeben. Läuft man aber mit einem Halbschuh durch die Gegend, das habe ich auch schon ausprobiert, denn zumindest halbwegs hohen Outdoor-Trekking, was auch immer, Hiking, Boot, nicht Boot, sondern Schuh, kann man damit auch durch eben diesen Haken und die Tatsache, dass man die dann wirklich schön runterspannen kann, die Hose, seinen Schuh ziemlich gut verschließen. Das spart einem also eine Gamasche, wenn man eine Gamasche haben möchte, um das Eindringen von Zeug in den Schuh zu verhindern. Und ist dann nochmal ein Thema, wenn man Angst vor Zecken hat, was ja nicht ganz unberechtigt ist, dann hilft das auch dahingehend nochmal, dass einem die Zecken unwahrscheinlicher, es ist nicht unmöglich, aber es ist unwahrscheinlicher, dass einem Zecken unten in die Hose reinkriechen und dann auf der Innenseite nach oben und sich dann schlimmstenfalls ganz am Ende vom Bein irgendwo festbeißen, wo man sie gegebenenfalls sehr schlecht entdeckt. Es gibt auch noch auf der anderen Seite hier einen Reißverschluss. Ich weiß nicht genau, wozu der gut ist, aber mit dem kann man das Hosenbein hier bis zu dieser Höhe nochmal aufmachen. Das ist dann ganz hilfreich, wenn man in die Schuhe rein möchte. Dann kann man sich das Hosenbein hier so hochkrempeln, dann kommt man besser in den Schuh, hat nicht dauernd das Hosenbein im Weg, das ja länger ist als der Einstieg vom Schuh, und kann sich das dann hinterher wieder runterkrempeln, Reißverschluss entsprechend zumachen und so das ganz gut anpassen. Also wer das möchte, das habe ich ja selten benutzt. Dann gibt es hier noch dieses gelbe Dingelchen hier. Das ist einfach nochmal eine Gummikordel, mit der man das hier noch enger machen kann, dass das noch fester sitzt. Ist vor allen Dingen dann interessant, wenn man Halbschuhe anhat und wie gesagt eben den vermeiden möchte, dass da Dreck reinkommt. Ob inwiefern jetzt hier dieser Reißverschluss wirklich geeignet ist, um im Sommer ein bisschen mehr Luft unten in seine Hose reinzulassen. Also das weiß ich jetzt nicht. Das wage ich zu bezweifeln. Jetzt muss ich das hier nur wieder auseinanderkriegen. Also ich denke nicht, dass dieses bisschen Reißverschluss jetzt geeignet ist, um hier draus fast eine kurze Hose zu machen und dieses bisschen Kühlung an den Knöcheln, so weit hoch, wie ich das jetzt kriege. Ich habe hier nochmal eine lange Unterhose drunter. Es ist nämlich wirklich kalt heute. Das glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt wahnsinnig super praktisch ist. Gegebenenfalls, wenn man irgendwie durch einen Bach durch möchte und der nicht sehr hoch ist, sondern nur bis hier geht, dann kann man das vielleicht auch noch nutzen. Aber ich denke, das ist eher nicht so wichtig. Ist aber nett, dass es das gibt. Und zum Schuhe anziehen finde ich ihn praktisch, den Reißverschluss. Praktisch auch, wenn der untere Teil der Hose nass ist. Man kommt im Lager an und zieht die Schuhe aus und hat unten so eine nasse Hose, auf der man dann auch rumlaufen würde, weil ohne Schuh läuft man gerne mal auf der Hose rum, weil sie eben so lang ist. Kriegt man nasse Socken, kann man eben das Problem lösen, indem man das hochkrempelt, sei es jetzt eben mit dem Reißverschluss, ohne den Reißverschluss, und dann kann man mit dieser Kordel das da oben auch festmachen, dass einem das eben nicht unten über dem Fuß rutscht. Ist auch so ein gewisses Sicherheitsfaktor, dass da nichts passieren kann. Und ja, jetzt hänge ich mir das spaßeshalber hier vorne nochmal ein, damit ich dann, wenn ich weiter durch den Schnee stapfe, auch keinen Schnee in den Schuh bekomme. So, das Material ist grundsätzlich Stretch, also das ist dehnbar. Könnt ihr hier vielleicht erahnen, wenn ich jetzt dran rumziehe. Sitzt dadurch, ist der Schnitt relativ eng. Ich habe jetzt nicht die aller dünnsten Beine. Das liegt erfreulicherweise zumindest an den Beinen, noch nicht an Fett. Zumindest da. Ja, und damit ist der Schnitt schon sehr, sehr eng, wie sie da sitzt. Aber eben durch dieses dehnbare Material, ja, ich glaube, man kann es hier erahnen, passt sie sich immer gut allen Bewegungen an. Ich habe hier das Knie so hoch, wie ich es jetzt gerade aufgrund meines nicht besonders sportlichen Dehnungszustands noch bequem bekomme. Würde dann hier einen sehr hohen Schritt machen wenn ich jetzt hier diesen Schritt durchführen würde. Und das fühlt sich noch super bequem an. Ja, ich kann so, also rein von der Hose her, kann ich jetzt so
noch ewig stehen bleiben und das kratzt mich überhaupt nicht. Finde das eigentlich so recht gemütlich, jetzt da zu stehen. Ne? Also das sowas zu Dehnfähigkeit erstmal. Grundsätzlich ist es so, dass ich noch keine Hose gefunden habe, die bei dehnfähigem Stoff 100% mückendicht ist. Das heißt, es könnte schon sein, dass gerade im gedehnten Zustand an Stellen dieser Hose, wo sie halt gerade gedehnt ist, Mücken durchstechen können mit ihrem Rüsselchen. Was nicht durchkommt, sind erfahrungsgemäß nicht durchkommt. Ich habe sie im Sommer noch gar nicht ausprobiert. Sind Midges, Midgies. So heißen die. Also stechende Fruchtfliegen. Wer schon mal in Schottland gewesen ist, kennt die Viecher. In Schweden heißen sie Knutz. Und Kriebelmücke, glaube ich, in Deutschland, also eventuell sind sie dem einen oder anderen bekannt. Wer sie nicht kennt, schätzt euch glücklich. So, Stoff gibt es zwei Varianten. Einmal hier dieses graue, anthrazitmäßige Material. Das ist der besonders feste Stoff. Das sind die Verstärkungen. Die befinden sich einmal am Knie und gehen dann, ja, am Knie ist etwas übertrieben, ja, so große Teile des Knies und gehen dann runter, sehr weit runter, bis zu dem Reißverschlussansatz im Grunde. Also wir haben hier einen Schutz für fast das gesamte Schienbein inklusive das Knie. Das soll wohl gedacht sein tatsächlich als Abriebschutz. Das Material hier fühlt sich auch fester an, ist weniger angenehm, ist jetzt ein falsches Wort, aber weil es hat schon eine andere Textur, eine andere Haptik als das normale grüne Material. Und bisher kann ich nicht bestätigen, dass ich es irgendwie geschafft habe, das kaputt zu bekommen. Also normale Läufe durch normalen Wald mit normalem Unterholz haben dem überhaupt nichts anhaben können. Das ist aber beim grünen Material genauso gewesen. Da habe ich also auch noch keinerlei Abnutzungserscheinungen feststellen können. Übrigens, ich habe zu Testzwecken, seit ich diese Hose habe, sie fast jedes Mal, wenn ich in den Wald gegangen bin, angezogen, habe sie auch noch gar nicht gewaschen. Einfach, weil ich mal wissen wollte, wie lange kann man denn damit rumrennen, bevor es eklig wird. Bisher, hey, es ist Corona, ja? Also man kann froh sein, dass ich überhaupt eine Hose anhabe. also bisher geht's noch. Das ist deswegen wichtig, weil für Touren nehme ich normalerweise nur eine Hose mit. Und wenn die Tour 3 Wochen geht, dann habe ich halt 3 Wochen die gleiche Hose an, schweiß sie jeden Tag ein und das ist dann halt nun mal so. Ne? Und drum dachte ich, es wäre eine ganz gute Möglichkeit, das Ding mal zu testen auf eben die Robustheit. Also dieses Verstärkungsmaterial macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. Ich bin mal durch die Brombeeren gelatscht. Durch Brombeeren latschen ist so ein typischer Forsttest. Ja? Weil wenn du im Forst unterwegs bist, musst du hin und wieder halt mal durch Brombeeren. Ja? Und dann braucht man eine Hose, die nach Möglichkeit die ganz komplett gar nicht durchlässt. Ich kann da Folgendes berichten. Leichte Outdoor-Hosen, die primär als Wanderhose gedacht sind, die nichts wiegen, super schnell trocknend sind, trotzdem noch halbwegs warm, meistens aus irgendeinem Kunstfasergewebe, die sind alle, bisher habe ich jedenfalls noch keine gefunden, überhaupt nicht brombeerendicht. Die gehen da sofort durch, das tut richtig weh. Man muss höchst vorsichtig durch die Brombeeren schleichen. BW Moleskin Hose. Sie gehen manchmal durch, die Brombeeren, dann aber wirklich nur mit so einem Hauch der Spitze, die einem dann schlimmstenfalls einen ganz leicht, also so eine Perforierung an Bluttropfen am Bein hinterlässt. Und mit dem Ding, ich würde sagen, es ist irgendwo dazwischen. Es ist nicht ganz so, zumindest nicht bei meinem Gebrauch, nicht ganz so dicht wie die Moleskin-Hose. Man kann nicht ganz so sorglos durch die Brombeeren, aber es bietet schon erheblich mehr Schutz als eine Standard-Outdoor-Hose, die auch keine Verstärkung besitzt. Die Verstärkung an der Hose selber, die ist schon noch mal stabiler, was Brombeeren angeht, als der Rest der Hose. Nur hilft einem das nicht wirklich, weil die Brombeeren kommen von allen Seiten. Also dass dieses bisschen Verstärkung kein wirklich richtig krasser zusätzlicher Schutz. So, wir kommen zum unerfreulichen Teil. Ich muss hier mal lüpfen. Also, das wird jetzt langsam schnell kalt, ist hier Hose in getragenen Zustand. Bei mir rutscht so ein integrierter Gürtel immer ein bisschen nach oben. Normalerweise sollte der sicherlich hier direkt drauf liegen. Aber das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Im Kaufpreis inbegriffen ist eben auch dieser integrierte Gürtel. Den kann man hier schön festmachen. Ich hoffe, ihr könnt das, wie gesagt, einigermaßen erkennen. Das ist mit dem Licht jetzt wirklich gerade nicht so einfach. Und kann sich dann, also wenn man es dann hier auch noch festhält, relativ schnell den Gürtel, ja, das war der Handschuh, es liegt am Schnee, enger zurren
damit die Hose eben etwas fester sitzt und das Bäuchlein ein bisschen mehr zum Vorschein kommt. Ja? Geschlossen wird sie dann, abgesehen davon, dass hier eben noch so ein üblicher Schnellspanner-Clip ist mit diesem Knopf. Keine Sorge, ich habe eine lange Unterhose drunter, da passiert nichts Schlimmes. Der hat einmal Klett um den Druckknopf drumherum. Das weiß ich nicht, wozu es gut ist, es schadet aber auch nicht. Dann haben wir entsprechend die andere Seite Klett bei der anderen Seite vom Druckknopf. Es ist also ein Druckknopf. Reißverschluss, stinknormaler Reißverschluss, muss ich jetzt nichts weiter groß zu erzählen. Und ja, das ist es im Prinzip zur Vorderseite. Taschen gibt es zum einen. Zwei stinknormale Einschubtaschen, wie man sie halt von so ziemlich jeder anderen handelsüblichen Hose kennen dürfte. Die haben hier so einen gelben Anhänger. Ich finde das optisch gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Ja, kann man ja auch abmachen, wenn es einen stört. Sind in etwa so tief und durch das dehnbare Material kriegt man hier in der Theorie wirklich massiv Zeug unter. Ja, in der Theorie. Man möchte so wahrscheinlich nicht wirklich lange rumrennen. Ja. Aber man kann wirklich durch das dehnbare Material. Wenn man mal kurzfristig viel Zeug in die Tasche stecken will, kann man das tun. Man verliert es auch nicht, weil man kann die Tasche ja mit dem Reißverschluss entsprechend wieder zumachen. Die Reißverschlüsse sind winddicht. Die Hose an sich soll auch winddicht sein. Bisher habe ich tatsächlich den Eindruck, dass sie es ist. Ich habe es aber noch nicht bei so richtig schneidem, kalten Wind testen können. Und was die Wärme der Hose angeht, ich würde sagen, das habe ich auch noch bisher vergessen zu sagen, in etwa bis so 6 Grad rum ist sie absolut eine warme Hose, reicht völlig. Da will man auch, wenn man lange sitzt, nicht noch irgendwas drunter ziehen, wenn es dann in den Minusbereich geht. Heute haben wir minus 3, angeblich. Ich weiß nicht, wie kalt sie oben ist, wahrscheinlich nur ein bisschen weniger. Dann habe ich gerne noch eine zusätzliche. Wenn ich viel stehe und mich wenig bewege, habe ich gerne noch eine zusätzlich lange Unterhose drunter. Die passt aber auch wunderbar drunter. Eben durch dieses Stretch-Material ist das überhaupt kein Problem. Gut, dann gibt es noch hier eine Beintasche. Das ist so für mich persönlich ein Nachteil. Ich finde nämlich, die sitzt mir zu sehr im Bereich der Kniekehle. Ne? Also hier. Das finde ich nicht so wirklich, wirklich praktisch. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie ein bisschen weiter vorne hier sitzen würde. Da. Ja, das wäre für meine Verhältnisse die ideale Tasche. Und da ist sie einfach zu weit unten, zu weit hinten und sie ist leicht schräg angeordnet. Ja, das gibt es auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite genau nochmal so eine Tasche. Hat dann einen gelben Reißverschluss. Wer das hübsch findet, ich persönlich finde es ganz cool, meine Frau auch, da die Meinung meiner Frau essentiell ist, haben wir das halt entsprechend so gekauft. Auch wieder mit so einem gelben Kordeldingens. Das Gelbe kann man ja gegebenenfalls abmachen. Vielleicht habt ihr das gesehen, hier verläuft eine Naht, die finde ich ein bisschen unschön. Ja? Die ist funktional, ist da überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass durch Reibung diese Naht irgendwann etwas abgenutzt wird und dann vielleicht nachgibt. Also das finde ich ein bisschen unschön gelöst mit dieser Naht. Das ist nicht unbequem, das hat funktional, wie gesagt, bisher noch keine Auswirkungen. Aber ja, so, auf der anderen Seite nochmal dasselbe in grün, nur dass hier dann halt noch so ein Aufnäherchen angebracht ist, das auf ja, Vorklatz oder wie auch immer man das aussprechen möchte, hinweist. Der Decathlon hat ja seine Produkte dann nochmal mit eigenen Marken unterteilt, je nachdem, für welchen Sport das gedacht ist. Beim Wandern ist, glaube ich, meistens Vorklatz eben der Hersteller, der dafür zuständig ist. Ja, so. Die Rückseite ist auch wieder mit diesem also diesem besonders stabilen Material verstärkt. Das heißt, ich hoffe da mir den nicht die Stelle, wo meine Hosen meistens kaputt gehen, nämlich beim Fahrradfahren, eben dann zwischen den Beinen oder hier, irgendwo hier, diese Stelle, dass sie da dann länger hält. Oder auch beim Sitzen auf Felsen. Ich habe mir auch schon Outdoor-Hosen einfach dabei kaputt gemacht, dass man auf dem Felsen sitzt, auf dem Felsen hin und wieder unbewusst ein bisschen hin und her rutscht und dann hier die Hose absteuert. Und ja, das ist eben eine Stelle, da möchte man nicht wirklich ein Loch haben. Ne? Nachvollziehbar, hoffe ich. Oh, jetzt ist mein Handschuh erfolgreich völlig eingeschneit. Ja.
Ja, grundsätzlich eben nochmal zu dem Thema mit der Wasserfestigkeit bzw. der Wasserabweisendkeit. Ich habe jetzt einige Spaziergänge im Regen gemacht. Resultat: hält sehr lange. Hält schon ziemlich lange im Regen stand für so ganz leichtes Nieselwetter. Dieses Nieselwetter, wo ich normalerweise gerade so eben anfangen würde, meine Regenhose zu tragen. Dieses Nieselwetter würde ich, solange ich diese Hose anhabe, noch weiter ohne Regenhose machen. Wenn es aber richtig regnet, dann braucht man nach wie vor eine Regenhose, wenn man gerne vermeiden möchte, dass einem die Hose durchweicht. Das wird dann früher oder später auch passieren, obwohl sie halt leicht wasserabweisend ausgestattet ist. Nochmal, ich habe keine Ahnung, womit sie wasserabweisend ausgestattet ist. Und damit kommen wir jetzt zu den ethischen Bedenken, die man bei diesem Produkt vielleicht haben kann. Wenn einen das nicht interessiert, dann nicht. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Nämlich, wir wissen eben nicht, mit was ist die wasserabweisend ausgestattet. Kann sein, dass das ein, Material ist, das eben nicht besonders umweltfreundlich ist, und diese wasserabweisenden Materialien, zum Beispiel die Perfluorcarbon-Verbindungen, ja so heißen sie, PFCs, die neigen dazu, zwar überhaupt kein Wasser aufzunehmen, und solange sie sich auf einer Oberfläche als flächiger Belag befinden, nimmt diese Oberfläche auch kaum Wasser auf, und jedes Wasser, was da drauf kommt, perlt sofort ab und ist weg. Aber das Dumme ist, irgendwann wird dieses Material, dieses PFC, halt abgerieben und als kleine Partikelchen, ähnlich dem Mikroplastik, landet das dann irgendwo in der Umwelt. Und da es da auch nicht in der Lage ist, Wasser aufzunehmen, immer noch nicht, landet es in dieser Umwelt auch für immer nahezu. Also das Zeug ist biologisch quasi überhaupt nicht abbaubar, und man hat in Bereichen, wo noch nie ein Mensch gewesen ist, durch eben die Rotation des Wassers in der Erdatmosphäre, auch schon in der Antarktis, Bereichen, wo wirklich noch niemand gewesen ist, sagen wir mal messbare Konzentrationen von diesen Perfluorcarbon-Verbindungen gefunden. Ja. Und ich persönlich würde gerne durchs Leben kommen, ohne Reste meiner Hosenbeschichtung in der Antarktis zu verlieren. Ja, obwohl ich da nie gewesen bin und da auch nicht unbedingt, wenn man mich da hinschicken würde, würde ich schon hingehen, aber wahrscheinlich da eher nicht hinkommen werde, sagen wir es mal so. Ja, das ist also so ein Thema. Da eben sie nicht damit Werbung machen, dass sie eine PFC-freie Beschichtung genommen haben und PFC-Beschichtungen eben billiger sind, gehe ich schwer davon aus, dass es eine solche sein wird. Das ist aber eine böse Unterstellung meinerseits. Wenn das nicht so sein sollte und jemand das zufällig mitbekommt, also sagen wir mal so, es besteht ein Risiko, dass es sich um eine solche Beschichtung handelt. So, und dann, nächster Punkt wäre halt eben die Nachhaltigkeit bei so günstigen Dingen, die vermutlich in sonst wo hergestellt sind. Ich habe früher gesagt, in sonst wo hergestellt ist böse. Andererseits, inzwischen stellt so ziemlich fast jeder, bis auf wenige Ausnahmen, sehr löbliche Ausnahmen, da wäre zum Beispiel MVD zu nennen, die da vieles in der Hinsicht richtig machen, wobei die auch, weiß ich nicht, wo herstellen, aber doch unter vernünftigen Bedingungen. Die sind da in der Hinsicht bei verschiedenen Tests immer am besten weg gekommen, VD, was die Nachhaltigkeit der Produkte angeht und so weiter und so fort. Ja, das wird wahrscheinlich bei einer Hose dieser Preisklasse nicht allzu herausragend sein. Andererseits müssen wir auch wirklich sagen, es gibt auch Hersteller, die das Dreifache verlangen und auch nicht viel besser sind. Jedenfalls nicht nachweislich wirklich viel besser. Und das macht dann den Unterschied einfach nicht besonders groß. Das mag vielleicht das ein oder andere Gewissen, meins zum Beispiel, ein wenig beruhigen, wenn man sich dann doch ein eher so günstiges Produkt gekauft hat. Entscheidend ist bei Kunststoffprodukten grundsätzlich sowieso immer nachhaltig im Sinne von ressourcenschonend aus dem Nix hergestellt, sind die nur unter sehr guten Recyclingbedingungen. Ich habe inzwischen auch gelernt, Recycling ist nicht gleich Recycling. Wenn du Recyclingplastik nimmst, dann ist das vielleicht besser, als wenn man frisches Plastik herstellt. Aber da gibt es auch nochmal Abstufungen eben zwischen solchen und solchen Recyclingplastik. Und vor allen Dingen, wie hoch ist denn der Anteil von wirklichem Recyclingmaterial, das da drin verwendet wurde. Entscheidend ist daher in jedem Fall, was man auch wirklich beeinflussen kann als Konsument, sofern einen das interessiert, wenn man die Hose halt jetzt jahrelang anhat und die auch wirklich so lange hält. Bisher sieht sie so aus, als würde sie wirklich lange halten. Dann,
und sich in der Zeit nicht noch 7000 andere Hosen kauft, dann hat sich irgendwann der Ressourcenaufwand über die lange, lange, lange Tragezeit. Ja, es ist trotzdem ein Ressourcenaufwand, ja? Aber wenn du das aufs Jahr umrechnest oder auf den Tag, die du die Hose trägst, umrechnest, dann bleibt da nicht mehr allzu viel Plastik übrig, was man sich selbst auf eben die Bilanz schreiben müsste, was man verbraucht hat, sozusagen, um diese Hose jetzt tragen zu können, ja? Und im Endeffekt ist es, wenn man das Ding nicht braucht und es nicht kauft, ist man am besten, ja? Wenn man es doch kauft, dann sollte man es bitte wenigstens dann auch wirklich lange tragen und hoffen wir halt einfach, dass es auch wirklich so lange hält. Ich hatte keine Lust, jetzt noch ein Jahr zu warten, um dann erst das Video dazu zu machen, weil ich hatte einfach Lust, über diese Hose hier jetzt zu sprechen. Also so wie ich hier stehe, ist mir schön warm. Ich habe da eine BW lange Unterhose in Oliv drin, das hat man vielleicht gesehen, noch drunter. Und auch noch eine normale Unterhose, nur fürs Protokoll. Und dementsprechend... Aber an den Beinen wirklich super warm. Also gerade überhaupt kein Problem und ich stehe hier jetzt eine Weile und davor war ich jetzt auch nicht am krassen Bergsteigen oder ähnlichem. Dann haben wir vielleicht auch noch eine Kleinigkeit. Dadurch, dass dieser Stoff so stretchy ist, drücken Dinge, die man in der Hosentasche hat, einem schon mit einem gewissen Druck ans Bein. Ich habe mich da inzwischen dran gewöhnt. Aber ja, man merkt es. Es ist einfach anders als bei Nicht-Stretch-Hosen. Wenn man Stretch-Hosen nicht gewöhnt ist, dann wird einen das eine Zeit lang beschäftigen. Gerade wenn man dann relativ große Gegenstände wie eben zum Beispiel einen Geldbeutel oder was in der Einschubtasche drin hat. Und da habe ich meinen Geldbeutel immer, das seit immer. Aber wer eben nichts braucht, was er in die Hosentaschen reinstecken kann, dem kann das egal sein. Ach ja, und noch eine Kleinigkeit, dadurch, dass die einen integrierten Gürtel hat, kann man eher schwierig bis gar nicht einen anderen Gürtel anbringen. Ja, also wenn man jetzt einen Lieblingsgürtel hat und dieser Lieblingsgürtel muss in jedem Fall mit und soll in die Hose rein, das geht hier halt nicht. Das muss man auch einfach wissen. Das kann ein Nachteil sein, das kann kein Nachteil sein. Ich persönlich finde es praktisch, dass das Ding integriert ist. Da muss man sich nicht groß beim Hosenwechsel Gedanken machen, wo ist denn mein Gürtel eigentlich? Der hängt noch an der alten Hose oder liegt in der Wäsche oder was auch immer. Das sind so Kleinigkeiten, die für mich persönlich eine gewisse Lebenserleichterung darstellen. Aber natürlich ist das wirklich bloß eine Kleinigkeit, ne? So, jetzt war es das aber wirklich, mehr fällt mir nicht ein. Und dann genieße ich mal noch ein bisschen den Winter. Tschüss.